Angela Winkler, eine Schauspielerin mit einer unglaublichen künstlerischen Reise, musste sich in ihrem Leben vielen Herausforderungen und Traurigkeit stellen. Geboren und aufgewachsen in Templin und Erlangen, nahm Angela ihre Berufung schon früh an und brach mit 17 Jahren die Schule ab, um Schauspielerin zu werden. Der Anfang von Angelas Leben war nicht einfach, da sie viele Schwierigkeiten überwinden musste, um dorthin zu gelangen, wo sie wollte. Nach ihrer medizinisch-technischen Ausbildung begann Angela ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Diese akademische Karriere dauerte jedoch nur 2 Monate und schlug ein neues Kapitel auf, als sie beschloss, nach München zu gehen, um bei Ernst Fritz Fürbringer und Hanna Burgwitz Schauspiel zu studieren. Angela Winklers künstlerischer Weg begann 1967 mit ersten Theaterengagements in Kassel, danach zog sie nach Castrop-Rauxel. Ihre Filmkarriere begann 1969 mit der Rolle der Magd Hannelore in Peter Fleischmanns Film »Jagdszenen aus Niederbayern«. Diese Zeit war ein wichtiger Wendepunkt, als Angela Winkler von Peter Stein entdeckt wurde und von 1971 bis 1978 an der Berliner Schaubühne tätig war. Angela Winklers besondere Trauer ging über ihre Rolle als Katharina Blum in dem Film »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« 1975 von Volker Schlöndorff und Margarete von Trotta hervor. Für diese Rolle erhielt sie zahlreiche renommierte Auszeichnungen und wurde zum Star bei Kritikern und Publikum. Der Erfolg half ihr jedoch nicht, Traurigkeit und persönliche Herausforderungen zu vermeiden. Angela Winklers Leben wurde zu Ikonen als Oskar Mazzerats Mutter in Schlöndorffs »Die Blechtrommel« 1979, einer Verfilmung des berühmten Romans von Günter Grass. Diese Rolle verhalf ihr zu weltweiter Bekanntheit, brachte aber auch viel Druck und Verantwortung mit sich. Angela Winkler blickt auf eine Karriere voller Erfolg und Ruhm zurück, die wie jede andere Künstlerin mit einzigartiger Traurigkeit, Druck und Herausforderungen konfrontiert ist. Ihr Leben ist eine Reise voller Strapazen, aber auch eine Geschichte von Ausdauer und künstlerischer Leidenschaft. Obwohl Angela Winkler in ihrer künstlerischen Karriere viel Erfolg und Anerkennung erlangt hat, ist ihr Privatleben auch mit schmerzhaften Herausforderungen gefüllt. Die ständigen Anstrengungen und der berufliche Druck haben zu Traurigkeit geführt, bei der es sich möglicherweise nur um Gefühle handelt, die sich nur schwer in Worte fassen lassen. Als Mutter in »Die Blechtrommel« lieferte Angela Winkler einen emotionalen Auftritt ab, hinterließ aber auch unvergessliche Erinnerungen. Vielleicht gehen Ruhm und leuchtend rote Lichter nicht mit persönlichem Glück einher. Manchmal müssen sich Künstler mit der Last von Rollen und Ruhm auseinandersetzen, und Angela Winkler ist da keine Ausnahme. 1978 verließ sie die Berliner Schaubühne, vielleicht auf der Suche nach Freiräumen und neuen Verpflichtungen. Das künstlerische Leben ist nicht immer eine Reise ohne dunkle Ecken. Akzeptanz und Niederlage, Glück und Traurigkeit sind integrale Bestandteile des Lebens eines Künstlers. Angesichts der Traurigkeit hat Angela Winkler möglicherweise gelernt, Herausforderungen zu meistern und im Angesicht von Stürmen stark zu bleiben. Ihr Leben ist trotz aller Schwierigkeiten immer noch eine schöne und bedeutungsvolle Reise. Was sie in ihrer Karriere erreicht hat und die unvergesslichen Erinnerungen an ihre Rollen haben dazu beigetragen, eine Künstlerin mit Klasse und tiefer Seele hervorzubringen. Angela Winklers Leben ist wie jedes andere Leben nicht nur voller glänzender Erfolge, sondern auch voller Misserfolge und unvorhergesehener Schmerzen. Sie hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da sie im Alter von 17 Jahren die Schule abbrach, um ihrer Leidenschaft für die Kunst nachzugehen, bis hin zu den Herausforderungen und dem Druck ihrer Karriere.
Die Traurigkeit ist vielleicht noch besonderer, wenn Angela dem Druck einer berühmten Rolle und der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ausgesetzt ist. Die Rolle der Mutter in Die Blechtrommel ist nicht nur ein historischer Meilenstein in ihrer Karriere, sondern auch eine schwierige Verantwortung. Die hellen Lichter der Bühne und der Kameras können Erfolge hervorheben, aber manchmal verstärken sie Gefühle von Herzschmerz und Traurigkeit. Angelas Abschied von der Berliner Schaubühne im Jahr 1978 kann als eine sehr persönliche Entscheidung gewertet werden. Freiheit und persönlicher Freiraum könnten für sie zu einer Möglichkeit geworden sein, dem Druck und der Verantwortung zu entfliehen, die der Ruhm mit sich bringt. Dann kann das Leben eine Reise der Selbstfindung und Integration mit persönlichen Werten sein und nicht nur eine künstlerische Karriere. Wenn wir die Traurigkeit und Herausforderungen von Angela Winkler betrachten, können wir die Vielfalt und Komplexität des Künstlerlebens erkennen. Manchmal gibt es zwischen schönen, leuchtenden Fotos und Auszeichnungen heikle und sensible Aspekte, die sie ohne zu zögern mit dem Publikum teilen, um eine sinnvolle künstlerische C'était un truc comme si je vivais la chose, comme si je vivais la chose, je lui ai vu, elle m'a vu, mais elle a fui. Alors j'espère que cette histoire va faire comprendre aux parents que quand ton enfant te dit je n'aime pas telle place ou telle personne, tu écoutes, c'est vrai, nous sommes têtus, mais il y a des situations, son père. Elle pouvait être vivante si son père, à cause de 1 500 000 qu'il a payé à l'école, s'il avait écouté sa fille, s'il n'avait pas peut-être dit non, elle fait des caprices, elle devait être là aujourd'hui. Elle devait être là aujourd'hui. Elle avait déjà même presque 26 ans. Alors, chers parents, écoutons nos enfants. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est très triste. Mais allons découvrir une expérience que la femme a vécue là-bas devant, c'est un truc hors du commun. Voilà, ça c'est une expérience que j'ai vécue ici en Europe. J'avais loué une maison, la maison était quasi neuve, donc je n'ai pas fait tout le cérémonial et tout ça là d'entrer à la maison, j'étais très pressée de rentrer dans cette maison. Alors donc du coup, je prends la maison et j'emménage tout de suite. Et la première nuit, ça, tout se passe très bien. Mais la maison, elle était très belle, nickel, et tout ça là, avec trois chambres. Mais vraiment, elle était trop nickel. Avec mes enfants, on était vraiment bien dedans, quoi. Et bien emménagé. Deuxième nuit, je commence à m'habituer à la maison. Bon, la deuxième nuit, quand on est une nouvelle maison comme ça, on a, comment dire, on s'imprègne de la maison. Et comme j'étais euphorique parce que cette maison, je l'avais eue comme ça et il fallait absolument que je trouve une nouvelle maison. J'avais changé de région, j'étais à un nouveau boulot, une nouvelle maison. Donc j'ai pas fait attention. Donc la deuxième nuit, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc deux nuits, trois nuits et toujours le même malaise. Et là, je décide vraiment de me mettre à prier. Pour recommander la maison et tout, donc je prie et je suis dans ma chambre, je commence à prier. Au moment où je finis la prière, je sens vraiment qu'il y a un truc qui va pas. Donc j'avais une très très grande chambre et pendant la prière, j'avais l'impression qu'il y avait une personne assise qui me regardait. J'ouvre les yeux, je dis tiens, je ressens pas